Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal wieder einen Tischkalender basteln. Und zwar habe ich ja mit diesem Set gearbeitet und habe hier mit Karteikarten diesen kleinen Kalender erstellt. Der ist ja zum Abreißen. Hier ist einmal das Jahr für 23 drauf. Und den wollen wir einmal verarbeiten. Und zwar wird der jetzt für mich gemacht. Irgendwie verschenke ich immer alles und ja, jetzt bin ich mal dran. Also mit dem Set, ich gucke mal, ob ich es hinkriege, dass ich euch das verlinke, wie das funktioniert, wie man den Tischkalender macht mit dem Set. Und hier habe ich mir gedacht, endlich mal wieder Blumen, Weihnachten ist vorbei, dass wir uns daraus ein paar Sachen zusammenstanzen, schneiden oder wie auch immer. Dann möchte ich gerne mal wieder schwarzes Papier benutzen. So durch die Weihnachtszeit jetzt habe ich genug Weiß gesehen. Und genau, ich habe mir bei Action habe ich diesen Block gefunden. Den fand ich von den Farben richtig schick. Und ja, den werden wir benutzen. Und zwar ist das so, dass die Karteikarten ein bisschen größer sind. Man kann ja auch Kalender kaufen. Und diese Karteikarten sind schon fertig. Und deswegen braucht ihr ein Stück, ein DIN A4 Stück. Das habe ich mir jetzt zurechtgeschnitten in 12 cm, dass ich hier links und rechts noch einen Rand habe. Ihr könnt das natürlich auch so machen, dass ihr aus einem DIN A4 Block zwei Tischkalender basteln könntet. Dann müsst ihr diesen nur teilen, den DIN A4 Bogen an der kurzen Seite bei 10,5. Ich habe es jetzt bei 12 gemacht. Genau, und dann müsst ihr euch das Stück einfach an die lange Seite anlegen und dann wird gefalzt. Einmal bei 14,5, bei 17 cm. Oh, ich habe bei 12 vergessen. Sorry, bei 12 auch noch. Geht ihr noch mal ein Stück zurück, ne? Also 12, 14,5, 17. Und 29. So, und das war's eigentlich schon. Jetzt falzt ihr euch das zurecht. Und zwar falzt ihr einmal wie bei der Ziehharmonika von oben, unten, hin und her, dass ihr hier ein kleines W habt und dann zieht ihr euch das einfach noch mal nach mit dem Falzbein. So, das waren jetzt unten die drei Falzlinien. So, und hier oben, den knickt ihr euch nach innen. Falzt es auch einmal mit dem Falzbein nach. Und dann könnt ihr euch den Tischkalender schon zusammenkleben. Entweder klebt ihr das hier oben drüber, dann habt ihr aber hier hinten diese Kante. Oder ihr klebt euch das hier zusammen, dann habt ihr die Kante nicht. Dann habt ihr nur hier oben die Kante. Und so werde ich das jetzt machen. Jetzt hier einfach Kleber rauftragen. Und dann klebe ich mir das hier einmal zusammen. Und da ich jetzt so faul bin, das festzuhalten, können meine kleinen Helferchen das für mich einfach zusammenkleben. So, das lasse ich jetzt mal eben trocknen und dann kümmern wir uns gleich ums Designerpapier. Da dieses Papier jetzt nur 12 cm breit ist, muss es sein 11,5. Das Gute ist, das ist ja schon 11,5. Das heißt, erstmal muss ich mich entscheiden, welches ich haben will. Und ich nehme das letzte, das so ein bisschen wie Flamingo aussieht. Und 22 cm ist es lang und ich muss es einfach nur noch mal kürzen auf 11,5. Wenn ihr jetzt ein Muster habt, dann müsst ihr noch mal gucken, dass das Muster hier unten die Länge hat, die ihr braucht. Also das Muster muss euch angucken und dementsprechend schneidet ihr euch das. Sorry, mein Hund musste mal kurz aus diesem Zimmer raus. Also,
11,5 ist es schon breit. Und jetzt muss ich es nur noch einkürzen auf 11,5. Witzig, ist ja total quadratisch. Ja, es passt. Also in meinem Fall ist es 11,5 mal 11,5. Von hinten sieht sowieso keiner. Das werde ich aufbewahren. Das kann man immer noch mal gebrauchen. Und dann werde ich den gleich hier raufkleben. Und dann habe ich auch gar nicht mehr so viel, was ich hier oben dekorieren kann. Ja, da wollen wir gleich mal schauen. Gut, ich werde jetzt einmal das Designerpapier hier raufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier einfach nur das Papier raufgeklebt und wenn man das jetzt hier raufklebt, ist ja auch hier oben eigentlich gar nicht mehr so viel Fläche. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. So, den Block klebe ich mir jetzt einfach einmal auf den Tischaufsteller. Ich habe mir hier einfach mal meinen Acrylblock genommen. Gleich zum Beschweren. Und dann setzt ihr euch das einfach so auf, wie ihr das gerne haben möchtet. So, dann kann das hier anziehen. Und ich habe hier noch ein paar Stanzteile aus diesem Set. Ich finde das ja unglaublich schön, ne? Gerade diese filigranen Blätter und Stanzen, die dazugehören. Ja, und es ist ja auch nicht einfach, weil dieser Tischkalender steht ja auch nur mal ein ganzes Jahr vor einem. Was nimmt man da an Deko? Ich finde, Blumen gehen immer. Und deswegen werde ich jetzt gleich hier nochmal ein bisschen rumdekorieren. So sieht es ja jetzt ein bisschen nackt und kahl aus. Und hier sind ja auch noch diese Kleinstanzteile. Das heißt, ich werde mir auf den Blättern auch noch was dekorieren. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt ausgetobt. Es sieht jetzt so aus. Und damit diese Blätter hier auch nicht so langweilig sind, wenn man sie aufklappt, habe ich auf jedem Blatt auch noch so ein bisschen was gemacht. Deswegen guckt hier immer mal was raus. Ist eigentlich ganz gut geworden. Also ich bin begeistert. Hier fehlen noch so ein paar 1, 2, 3 Glitzersteinchen hier oben so zwischen. Das werde ich gleich nochmal machen. Und dann werde ich den auf meinem Schreibtisch schön hinstellen. Ups, hier ist ein kleiner Klebefleck. Ja, also das ist die Idee für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich versuche dann halt das andere Video nochmal zu verlinken, dass ihr wisst, wie man diesen hier macht. Ja, und ich denke, ihr habt bestimmt auch Spaß dran, sowas nachzubasteln, weil man kann es auch verschicken, packt das einfach so, wie es ist, in Briefumschlag und dann ist es weg. Ja, also ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So, ihr Lieben, macht's gut! Bis bald. Tschüss, tschüss.